und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ja, es geht weiter mit War Tales. Ich hab Bock. Und nochmal vielen Dank an euch einfach für die Likes und Kommentare. Sage ich nochmal im Voraus, ich nehme das wie immer nochmal in einer Session auf, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe jetzt gerade offscreen noch ein, zwei Sachen gerade gemacht. Aber nicht viel. Ich kann es euch zeigen. Ich habe einfach in der Werkstatt jetzt gelernt, dass wir Satteltaschen machen können, dass wir die Kapazität an unserem Pony erhöhen können. Und genauso habe ich für unseren Schmied den Eisenclaymore gelernt. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt auf Holzsuche gehen, weil wir da einfach das Schild und das Schwert herstellen wollen oder willig herstellen für unsere netten Herren. Also für unseren neu auserkorenen Tank. Und wir müssen kurz noch das Lager aufschlagen, weil ich muss ja noch Sold zahlen. Also müssen nicht, aber sollte. Wir sollten Sold zahlen. Oh, Jungs und Mädels, du das natürlich auch hier schön ans Feuer. Ja. Muss ja nicht. Ja. Oh, dann würde ich mal sagen, verwenden, einfach zahlen. Yep. Ihr dürft natürlich auch alle was essen. Wir wollen ja nicht so sein. Gerade mal direkt den frisch gefangenen Fisch. Also wir rasten jetzt einmal. Dann sind wir ja wieder schön ausgeruht. Können wir dann direkt loslegen. Und anfangen ein bisschen zu arbeiten. Ich würde mal sagen, wir brauchen auf jeden Fall diese eine Satteltasche noch. Weiter. Und die können wir ja dann nämlich auch gleich auf My Little Pony ansetzen. Oh, wir haben nämlich jetzt eine Tragfähigkeit, die ist einfach um 10 jetzt erhöht. Wie das Ganze jetzt noch so funktioniert, weiß ich nicht. Achso, doch, jetzt sind wir hier unten bei 64 natürlich. Es ist halt die Frage, kann ich das einfach bei dem Pony in die Satteltasche schmeißen? Pony kann keine. Und ja, gut, dass sie natürlich die nicht tragen kann, ist mir schon. Okay, ja, ja, los. Würde man sagen, wir werden jetzt unsere erste Quest, die hier, werden wir jetzt auf jeden Fall machen, in der Hoffnung, dass wir dort auf dem Weg noch ein bisschen Holz finden. Holz, Eisen, alles Mögliche. Auf jeden Fall, die Quest muss erledigt werden. Dann das Fenster können wir mal zumachen. Ja, einiges vor haben wir. Wie gesagt, wir werden dann später, oder das könnt ihr eigentlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ich hätte halt einfach gerne einen Fernkämpfer dabei. Und deswegen wäre mein Gedankengang so, dass wir halt gucken, dass wir dann den Waldläufer später, weil es halt meines Erachtens, also es ist eine coole Klasse, ja, aber jetzt nicht so ganz mein Favorite, dass wir vielleicht, ui, haben wir zu wenig Geld. Bewegung, kritische Treffer. Ja, okay, das ist auch eher mehr. Obwohl, doch. Die wäre für unseren Krieger schon echt schick. Gut, der wäre natürlich auch klasse, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir mit dem, was wir haben, zu Rande kommen. So, müssen wir weiter lang. Okay, hier durch den dunklen, tiefen Wald. Eine Minimap wäre noch voll meins. Muss ich ja mal ganz ehrlich zu. Da drüben hat es Holz. Da müssen wir hin. Da sehe ich mich. Im Wald frage ich mich auch manchmal, ob wir nicht einfach wieder überfallen werden, wie das letzte Mal vielleicht. Da ist auch nochmal direkt Holz. Müssen halt einfach alles mitnehmen, was man. Was nicht nied- und nagelfest ist. Aber. Nee, das war kein Holz. Das waren Pilze. Perfekt. Also ein Stück nach rechts. Aber so wie es aussieht, ist ja der. Ah ne, wir müssen hier hoch. Okay. Oh, hier hat es nochmal. Erz. Erz ist natürlich ganz wichtig, weil wenn wir natürlich das Schild herstellen wollen und die Axt. Und das Schild und das Schwert. Ein verlassener Turm. Was mag da wohl drin sein? Schnee. Cool. Haben wir hier irgendwas? Inhalt. Wer bist denn du? Bitte bindet mich los. Latera-Schläger könnten jeden Moment hier sein. Sie wollen mich zurück nach Edoran bringen.
Ich bin für niemand eine Gefahr. Sie sind hinter mir her, weil ich desertiert bin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie mit Handwerkern wie mir in Artes machen. Okay, komm, wir lassen ihn frei. Ach Gott, er wird der Dieb. Nenn ich Schmied. Oh. Dieb. Oh Gott, ich und Schlösser aufmachen. Na, grandios. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erst wieder, Mensch, wir brauchen Dietrich hier. Das ist jetzt irgendwie... Müssen wir hier hin? Nee, aber da ist irgendjemand. Was wollt ihr? Was wollt ihr und was macht ihr? Lene, die Läuterin. Alsa hat uns entsandt, um den nördlichen Wald von der Rattenplage zu befreien. Aha. Allerdings suchen wir nach einem infizierten Mann, den Sturmkopf ausgestoßen haben soll. Okay, ja, viel Erfolg, ich sag nix. Aber cool, dass es hier in Bergen auch Schnee gibt, das freut mich natürlich sehr. Ich mag ja Schnee sehr. Okay, wir waren dann fast in der richtigen Richtung vorher schon. Ja, dann können wir auch noch darüber. Ah ja, ihr mich auch. Kämpfen. Können wir gleich mal unsere neuen Leute testen. Vor allem neuen Leute. Es ist ja nur Frinhand oder Fruhand. Wie auch immer er heißt. Also wir haben einen Ganoven, wir haben einen Wilderer und noch einen Ganoven. Gut, wen haben wir denn hier? Unseren Tankinator, genau. So. Ich würde mal sagen, gehen wir mal dahin. Und dann gibt es erstmal schön direkt eine auf den Latz. Ach, verdammt, wir hätten nochmal zuhauen können. Mist. Ja genau, er hat ja Verstümmeln. Ich würde mal sagen, wir verstümmeln ihn nämlich. Provozieren, zwingt das Ziel zu kämpfen und bewirkt ihm eine... Ah, okay. Ja, erstmal... Aha. Nein. Okay, dann müssen wir uns... dann müssen wir halt doch auf ihn. Müssen wir halt doch ihn verstümmeln. So, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Hier ist eine Bärenfalle. Ja, er ist jetzt vergiftet. Klar, natürlich. So, aber... Du. Dahin. Natürlich latscht er durch die Bärenfalle. Es war so klar. So, und weiter geht's. Er kann erste Hilfe. Und dann haben wir noch Spalten. Jo, die Bärenfalle ist jetzt ja weg. Ja, treffen wir halt leider beide. Aber dann können wir ihn ja mal hier kurz heilen. Wir gehen dann mal weiter. Gott sei Dank kann er nur zuhauen. Klar, er läuft natürlich rüber und vergiftet ihn. Oh, der hat jetzt aber ordentlich gesessen. Eine neue Runde beginnt. Das Blöde ist jetzt... Ja, das Blöde ist jetzt, wenn wir... Auch wenn ich das so mache, geht's ja. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir unsere eigenen Leute nicht treffen, was ja sehr... logisch klingt. Ich würde tatsächlich doch wirklich hinter ihn laufen. Nur er kann ja nur normal zuhauen, da passiert ja nichts. Aber wenn wir uns jetzt rumdrehen würden... Ah ne, geht nicht. Wir dürfen nur auf ihn gehen, okay. Okay, nächster. Ja, sie sind alle ein bisschen... Zorn fügt dem Ziel 5 Schaden zu und wenn es weniger als 50% Gesundheit hat. Oh, das ist cool.
Guck mal, dann kannst du nämlich auch noch gleich hier rüber. Und dann 6 bis 8, 8 bis 9 kriegst du auch noch eine auf den Deckel. Ja, ich würde mal sagen, das ist sehr gelungen, weil wir können ja auch nochmal gleich zertrümmern. Das habe ich ja vorher echt übersehen, weil das ist ja echt cool. Und klar, Gift und Gift ist schlecht. Aber, ne? So, jetzt nochmal auf den Kopf und dann... Würde ich mal sagen, der war gelungen. So, und mit ihm kommen wir jetzt da dahinter und dann würde ich mal sagen, war es das. Und er ist umzingelt, das gibt auch noch mal Bonus, das ist cool. Gut zu wissen. Und was haben wir denn Schönes gekriegt? Kittel des Gesetzlosen, leichte Rüstung. Okay, das wäre was, das kriegt auf jeden Fall unser, ne? Waldläufer, so lang Kronen und Stoff. Ne, wir reparieren erstmal noch nicht alles. Müssen jetzt erstmal gucken, wo die Questeiche ist. Die ist ja drüben irgendwo. Ist hier irgendwie eine Höhle? Bittet um Hilfe. Verzweifelte Flüchtlinge. Ach, wegen den ganzen Banditen jetzt. Ja, hier haben wir nochmal Holz. In dem Fall würde ich mal sagen, es geht vermutlich hier um das da. Und das Holz nehmen wir noch mit. Kommt ihr jetzt her? Kommt ihr her? Ah, genau, um die geht's. Grafschaft Tildren, immer wieder lauern Banditen. Ja, genau, okay. Los, Mama, fertig. Oh, ich hab grad so Bock auf das Spiel, ich sag's euch. Das ist mal wieder echt was Neues, Interessantes für mich. Das ist Alice. Okay, sie kann vergiften. Wir haben einen Bogenschützen und nochmal einen Waldläufer. Gut, dann würde ich mal sagen, mit wem fangen wir denn an? Ach, stimmt, ja. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mit ihm direkt mal auf sie los. Achso, wir können jetzt ja keine Spezialattacken machen. Ja, klar, weil wir nicht gerastet haben. Nur halb so wild. Aber wir kommen leider um keinen rum. Ich würde mal sagen, wir gehen dahin. Können wir um ihn rumlaufen. Sie haut erstmal voll rein, ja klar. Er geht auf unseren Krieger, das ist eher, ja. Ja, wir hätten vielleicht doch die Sachen reparieren sollen, aber... Okay, so. Und bei dir können wir von hinten her herlaufen und dann erstmal hier jetzt eins aufs Mütchen. Mütchen? Aufs Mützchen. Ne, wir können nicht mehr weiterlaufen. Okay, so jetzt unser Bogenschütze. Was macht er? Er geht auf ihn, schießt von hinten und... Ja, okay. Er wieder. Ich würde mal sagen, das war's dann für dich. Wenn wir noch so weit laufen können, dann kesseln wir eigentlich den Bogenschützen gleich wieder ein. Ein gleiches Spiel für dich. Erstmal... Immer drauf. Immer schön drauf. So, jetzt laufen wir nicht einfach da von hinten. Da ist eine Bärenfalle. Verdammt nochmal. Erstmal hier das ausnutzen. Wir kommen nicht mehr weiter. Okay, ui, wir bleiben hier. Weiter. Ich hoffe ja mal, er kriegt ihn jetzt nicht umgehauen. Ah, da müsste er einen Angriff von 12 haben. Das wäre... Ah, das wäre richtig... Was? Na ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall nach diesem Kampf heilen. Dann kommen wir nicht drum rum. Also, wer ist als nächstes dran? Ja, komm ich hinter ihn. Ne, nur nebendran, aber er muss unbedingt ganz schnell weg. Ja. So, und jetzt hauen wir noch ihm kurz auf das Mützchen. Und würde ich sagen, Sayonara.
So, wir müssen auf jeden Fall alle behandeln. Und diesmal reparieren wir wirklich alles. Also wir haben die Quest abgeschlossen und Geld gekriegt. Wir nehmen natürlich alles mit, bis auf die Beine. Bitte habt Erbarmen, meine Herren. Habt Erbarmen mit uns. Wir wollen euch mit unseren Angriffen nicht verletzen. Wir wollen euch nur Angst einjagen, damit ihr eure Krone rausrückt. Bitte tut mir nicht weh. Es war falsch und wir wussten es. Aber Gosenberg verlangt so viel Wegzoll, dass wir keine andere Wahl hatten. Der einzige Ausweg war, Reisende zu berauben. Oh, wir bräuchten einen Passierschein. Na toll, wir können sie nur erledigen. Na, ganz grandios. Also okay, da sind wir drauf festgeschrieben. Das ist halt Pech jetzt in dem Fall. In dem Fall muss ich sagen, tut mir leid, Alice. Oh, das wollte ich nicht. Wir müssen 64 Zoll, nicht Zoll bezahlen. Oh, was ist denn da los? Kann man da helfen? Wir sind nette Leute, wir helfen gern. Das sind Wildschweine, wir können das gebrauchen. Ihr da... Wie wär's, wenn ihr euch bequemt, uns zu helfen? Ja, komm, wir helfen. Aber wir könnten jetzt auch ihn angreifen. Komm, wir greifen die Eber an. Kampf anfangen. Das ist ja auch cool, muss ich sagen. Also so. Hätte ich das jetzt weniger gedacht. Gott, sind das jetzt viele Leute. Also wir sind hier. Würde mal sagen. Hallo Eber. Es gibt bestimmt ordentlich Fleisch hier. Ich bin mal gespannt. Also, es gibt bestimmt gut Fleisch und wahrscheinlich Leder, würde ich jetzt mal so schwer behaupten. Wir gehen dahin, weil da treffen wir ihn auch noch. Ah, sehr schön. So muss das. Ja, natürlich. Wo sind eigentlich die Verbündeten? Sind das die? Ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, wir könnten echt auch noch, was weiß ich, für eine Belohnung von dem Hauptmann kriegen. Das wäre natürlich cool. Okay, die können wir nicht steuern. Okay. Ah, ich habe gehofft, ich erwische die andere Sau noch mit. Das ist jetzt mal, würde ich mal sagen, der intensivste Kampf bis jetzt mit den meisten Gegnern. Gott sei Dank haben die ja wenigstens nicht so viel Leben. Aber die Schweine hauen trotzdem ganz schön rein. Oh, der Hauptmann ist Bogenschütze. Vielleicht will der ja mit uns mit. So, erstmal du. Wir brauchen unbedingt eine stärkere Waffe für ihn. Das geht so gar nicht. Das geht auf keine Kuhhaut. Ah. Wir sind halt leider direkt im Kampf verwickelt, weil sonst könnte man den Speer holen. So, du kannst dahin. Wie weit kommst du noch? Okay, dann ab in Richtung zu der Sau. Na toll, da war eine Bärenfalle. Er macht jetzt die hoffentlich fertig. Na, noch nicht ganz. Okay. Aber die haben ordentlich Rüstung. Hier 17 für in Anführungszeichen normalen Fußsoldaten. Schön. Wir brauchen definitiv bessere Rüstung. Das ist mal auf jeden Fall fix. Da kommen wir auf jeden Fall nicht drum rum, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt alle irgendwie mal so in Richtung zu unserem Kameraden darüber kommen. Okay, perfekt. Wir brauchen das. So, Speerwurf auf ihn. Also bin ich gleich ganz weg. Wir können uns leider nicht mehr bewegen, weil, ja. Wir hätten mal jetzt einen Speerkämpfer, der hätte es noch getroffen.
Warte mal. Ich könnte jetzt auch hinter ihnen laufen. Es gibt doch dann bestimmt... Ja, okay, schade. Er dreht sich mit. Das ist... Okay. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch die Aktion umzingeln. So. Aber wir treffen... Wir können auf jeden Fall dahinter laufen. Und dann könnte man vielleicht, wenn wir Glück haben, die Sau treffen. Nein, okay, schade. Man kann auch Leerattacken machen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich muss sagen, ich habe ja total vergessen, wie spannend rundenbasierende Strategiespiele sind, muss ich echt sagen. Also wir müssen ein Stück vorlaufen. So, und weg mit dir. Eure Gegner sind demoralisiert und fliehen. Wollt ihr sie ziehen lassen oder den Kampf gewinnen? Wollt ihr sie ziehen lassen und den Kampf gewinnen? Nein. Wir machen die Sau jetzt noch voll fertig. Also wo sind wir denn? Ah ne, mit ihm haben... Achso. Ach, Mist. Okay, Rüstung ist im Eimer, aber... Die Sau auch. So, was haben wir denn gekriegt? Wir haben Fett bekommen. Den Kadaver, den können wir essen, das ist schön. Schweinefleisch, sehr schön. Adelloser Reißzahn. Dieser Reißzahn ist ein wildes, von einem wilden Tier. Kann bei Fährten lesen als Zahlungsmittel. Okay. Sehr schön. Leder. Und Erfahrung und Einfluss. Und wir müssen unbedingt jetzt die Sachen reparieren. Perfekt. Und wir müssen jetzt unbedingt rasten. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Unser Waldläufer. Genau. Wir haben doch die... Kann leichte Rüstung nicht ausrüsten. Warum, was trägt er? Einfache Rüstung. Ja, noch schlechter. Okay, was machen wir denn aus ihm? Tapfere Kühnheit. Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Gegner beendet, ohne einen Kampf verwickelt zu sein, erhaltet ihr... Ah, dann bekommen wir so einen Punkt, okay. Every time this unit kills an enemy you gain. Ich würde eher mal sagen, jedes Mal, wenn... Diese Einheit ihren Zug neben einem Verbündeten beendet, ohne in einem Kampf verwickelt zu sein, erhaltet ihr, ich würde mal sagen, wir gehen auf Kill Enemy. Und ich würde dir mal schwer behaupten, der geht stark auf Bewegung. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir in der Bewegung hoch. Und dann hätten wir das auch. Sehr schön. Können wir irgendwas bauen? Also kann er irgendwas bauen? Ein Kochtopf? Ihr könnt nahrhafte Mahlzeiten zubereiten, die dem Trupp Bonis gewähren. Das ist natürlich cool. Die Frage ist halt, wir brauchen... später. Lieber später. Wir müssen den Sold auf jeden Fall jetzt alles zahlen. Also Sold zahlen. Dann geht uns so langsam die Kohle aus. Und die Kadaver einfach kurz weg. Wer rastet, der rostet, ich weiß, aber wir müssen. Gut, wir haben zwei Aktionspunkte erhalten, die Quest abgeschlossen und ich würde sagen, dann war es das jetzt auch wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Ich werde jetzt noch kurz offscreen zurück nach Stormcup laufen, um die Quest abzugeben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Stormcup. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis denn, euer Wiki. Ciao.